nicht lange rum. Im nächsten Video gibt es dann dieses Päckchen hier. Das sind die ersten Patreon-Packs, die ich übrigens öffne. Ich habe die auch noch geschlossen da, aber die werde ich jetzt öffnen. Einfach nur, weil viel Zwilling und ich will die Karten haben und für meine Sammlung und so weiter und so fort. Also, ich meine, eigentlich sind alle Beta-Arten, Beta-Karten was Cooles. Und meine Katze klettert gerade den Wäscheständer hochgerissen. Aber jetzt kümmern wir uns um die Karten. Wir holen jetzt mal den Stapel hier raus, ja. Oh, das ist die Rückseite. Alles klar. Wie wir sehen, hochala, sind die Karten hier bei den Patreon-Cards hinten nicht marmoriert. Also sie haben keinen Effekt hinten drauf. Sie sind komplett glatt. Ja. Das ist ein Zeichen, dass es sich hier um alte Karten handelt. Oh mein Gott. Hallo Mithril. Coole Karte. Auf dem Discord-Server habe ich auch die Rolle von Mithril angenommen. Weil ich halt, ich mag Katzen und ja, schöne Karte auf jeden Fall. Gucken wir, was sich da noch befindet. Hier haben wir übrigens PT für Patreon 41. Ja, wir können mal ein bisschen näher kommen. Und hier unten sehen wir ein Fragezeichen diesmal hier drinne von 2022. Und ja, hier sind auch keine großartigen Strukturen drinne. Ja, wie gesagt, das ist der Stand Juli 22. Testdrucks über Patreon. Und hier haben wir Elevation Rank 2, ja, mit einem coolen Holo-Effekt. Auch ein Fragezeichen, Karte 44. Sehr, sehr cool. Ihr könnt auch auf dem Discord, könnt ihr unter Announcements sehen, was für Karten in diesem Set hier hätte drin sein können. Also in dem Patreon Juli 2022 Packs. Vielleicht blende ich es euch auch ein. Obligation haben wir hier noch, Rank 3. Hier sieht man auch die Flügel, so ganz, 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 ganz leicht gedruckt. Ja, bei Mithril konnte man es eigentlich auch sehen, da habe ich aber gar nicht drauf geachtet gerade. Karte 46. Dann haben wir hier noch Ultra Laser Unicorn. Cool, cool Karte. Ja. Hier unten steht noch drauf John Lankry. Ja. Okay, und die letzte Karte ist nochmal eine Foil Etherization Rank 4. Die sieht auch cool aus, oder? Was haltet ihr davon? Sehr düster, aber sehr cool. 43, das heißt, wir haben jetzt 41, 42, 43, 44 und 46 gezogen. Coole Kombination von den Nummern her, würde ich behaupten. Die passen übrigens auch alle in Pokémon-Karten-Sleeves rein, also diese Standard-Size. Deswegen ganz gut, da ich auch Pokémon sammle, habe ich auf jeden Fall Sleeves dafür da. Die werden auch natürlich eingesleeved, weil es sind coole Beta-Karten, die sind und bleiben in meiner Sammlung und müssen dementsprechend auch geschützt werden, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Intro findet. Outro wird hoffentlich auch noch in Zukunft kommen, aber jetzt freut euch auf das nächste Video mit dem August-Pack. Ja. Da werden bestimmt schon wieder einige Änderungen in dieser Produktion zu sehen sein. Das war unsere Ausbeute heute. Welche ist eure Lieblingskarte? Und bis zum nächsten Mal. Euer Andi von Collect & Trade.